Als eine Fernsehsendung über Memes zu reden, ohne dabei alt und komplett out of touch zu wirken, ist schwierig, wenn nicht sogar absolut unmöglich. Ich versuche es heute trotzdem. Herzlich willkommen zum Internet-Humor-Geschichtsunterricht, wo wir uns durch die ersten und ältesten Memes durchschauen. Und für die erste Episode vergessen wir einfach mal die Hälfte vom Titel und schauen uns an, wie Memes ausgesehen haben, bevor das Internet existiert hat. Während dem Zweiten Weltkrieg ist unter den US-amerikanischen Soldaten eine Art Wettbewerb ausgebrochen, wo es gegolten hat, die Phrase «Kilroy was here» mit dieser Figur an den verschiedensten, entlegensten und unmöglichsten Orten herzukritzeln. Später ist der Trend auch von britischen und australischen Truppen aufgegriffen worden, wo dieselbe Figur, manchmal ebenfalls mit der gleichen Phrase, etwa aber auch mit anderen wie «What? No sugar?», «Schmo is watching you» oder «Foo was here» gezeichnet worden ist. Wenn Phrasen wie oder Memes sind, dann ist auch «Abracadabra» eins. Entstanden ist der Ausdruck in der Zeit der Römer, wo der Glaube bei einigen Leuten präsent war, dass wenn man das Wort «Abracadabra» wiederholt sagt und mit jedem Mal einen Buchstaben vom Ende des Wortes abzieht, man am Ende von seinen Wunden geheilt sein wird. Nachdem ungefähr im 3. Jahrhundert niemand mehr daran geglaubt hat, ist der nichtbedeutende Begriff als Running Gag unter Magier und später auch normalem Volk weitergeleitet worden. Wenn man unter dem Wort Meme eine Idee, ein Bild oder ähnliches versteht, wo es wohin postet wird und mit mehreren Leuten teilt wird, wo das wiederum teilt und somit viral geht, dann findet sich das älteste Beispiel davon im alten Rom. Das Quadrat, 5 Wörter je 5 Buchstaben, nennt sich Sato-Quadrat. Es bedeutet so viel wie «Der Seemann ist am Flug». Das Coole daran ist aber, dass man es vorwärts, rückwärts, oben runter und unten auflesen kann und es genau das Gleiche bedeutet. Wieso kann man es aber als Meme bezeichnen? Es ist überall in Frankreich, Italien, Großbritannien und sogar Tennessee auf verschiedensten Wänden oder Truhen und wie es scheint, ohne jeglichen Kontext gefunden worden. Wohl einfach darum, weil es die Leute so clever gefunden haben, dass es es anderen hätten müssen zeigen. Heutzutage haben Memes eine Lebenszeit von ein paar Wochen, mit ein bisschen Glück Monaten, aber das Sato-Quadrat ist, wie es scheint, für ganze 2000 Jahre recht populär gewesen. Man könnte jetzt auch anfangen, die Steinzeitzeichnungen und diese Charakteristika anschauen, wo tatsächlich auch einiges an Ähnlichkeiten mit der jetzigen Viralkultur aufzeigt, aber das lassen wir mal für heute. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie das Ganze in den Anfängen vom Internet ausgesehen hat.